Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder einen örtlichen Rundwanderweg, und zwar die Schleifsteinrunde. Diese ist etwa 13 Kilometer lang, und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran! Wie vorige Woche geht es direkt schon wieder bergan, ohne sich warm zu laufen. Ich hasse das. Momentan laufen wir auf Asphalt, die soll noch etwas länger so gehen. Das finden wir nicht schön. Was schön ist, sind die prima Aussichten hier. Momentan laufen wir wieder im Wald, den Asphalt haben wir endlich hinter uns gelassen und wir laufen entlang der Dombach. Nun geht's gleich nach Niederkirchen. Hallo Leute, wir gehen auf Asphalt, mal wieder. Es macht richtig viel Spaß. Glaubt ihr das? Nein, ich auch nicht. Noch etwa 3 Kilometer, dann haben wir es endlich geschafft. Dann haben wir den Asphaltwanderweg hinter uns. Für Anfänger ist er eventuell geeignet, für die Wanderer, die etwas mehr laufen im Jahr, eher nicht so. Das Einzige, was an dem Weg gut war, waren die weiten Ausblicke ins St. Wendler Land. Aber Hauptsache, wir waren draußen.
toll, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Wir würden uns natürlich auch über ein Abo sowie über Kommentare freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco. Heute gehen wir wieder einen örtlichen Wanderweg und zwar die Schleifsteinrunde. Momentan laufen wir nur auf Asphalt und das soll noch etwas weiter. Leute, ihr wisst doch.